So sieht zurzeit der Stadtscreen aus. Da kann man noch einiges gestalten, sogar noch einen Knopf mehr dazu tun. Weil bis jetzt kann man nur das Game starten. Das ist ein bisschen überheblich. Es braucht nämlich noch einen Verlassen-Knopf, dass man nicht gezwungen wird, das Spiel zu spielen. Wir haben ja zurzeit zwei Maussensoren in der Kamera: ein Mouse over any und ein Left Button. Und die gehen beide in das Startscreen-Skript. So identifiziert dann die Kamera, welcher Knopf das gedrückt wird. Aber jetzt könnte man es eigentlich so machen, dass der Knopf selber schaut, dass er das Richtige macht. Und jeder Knopf soll können die Farbe wechseln, sobald man die Maus drüber hat. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ein Springer-Objekt zu machen. Einfach ein andersfarbiges Objekt, das den Platz vom ausgewählten Knopf einnimmt. Eigentlich, wenn man gerade, die zwei Maussensoren oder Controller im Knopf. Für das müssen wir zuerst den Knopf selektieren und nachher Kamera und dann gehen wir auf Object, Game, Copy Logic Bricks. Und jetzt hat der Knopf die Bricks auch, die genau gleichen. Jetzt können wir sie in der Kamera löschen. So, dann kommen wir wieder auf den Knopf. Und jetzt stellen wir hier den Mouse Over um vom Mouse Over Any auf nur Mouse Over. Hier löschen wir das Skript raus und stellen da auf Modul schon einfach mal. Jetzt erstellen wir uns ein neues Skript. Das nennen wir einfach Button. Und da braucht es wie immer die BGE. Und da schreiben wir jetzt eine Funktion und die heißt einfach Ready. Einfach sobald der Knopf eine Mausbewegung registriert, geht er in die Funktion hinein. In dieser Funktion braucht es auf jeden Fall den Controller. Und wir wollen auch den Besitzer von dem Controller, also den Knopf, welchen Knopf auch immer. Das nennen wir einfach Own. Jetzt wollen wir den Mouse-Over-Sensor auch noch in einer Variable abspeichern. Ctrl-C auf den Namen. Und nennen wir einfach Mouse-Over gleich cont.sensors. Eckige Klammern, Anführungszeichen, Ctrl-V, Anführungszeichen, eckige Klammern zu. Da braucht es nicht einmal eine Lücke. Befehle der Controller ins Button-Skript und dort in die Ready-Funktion. Also, jetzt, bevor wir weiterfahren, brauchen wir zwei Objekte, nämlich den andersfarbigen Knopf. Für das kopieren wir einfach den bestehenden, Shift-D, Y. Nehmen wir den runter. Und wenn wir jetzt schon auf dem Material-Tab sind, kopieren wir das Material und nennen es Highlight. Da Ctrl-C auf den Namen, können wir später noch brauchen. Dann geben wir dem einfach eine andere Farbe, gehen in die Objekt-Properties und Ctrl-V Highlight die Namen. Das Highlight-Objekt soll immer wieder, wenn es nicht gebraucht wird, auf einen Knopf hierher zurückgehen. Und für das geben wir ihm ein Objekt, wo er sich daran orientieren kann. Zuerst tun wir mit Shift-S den Cursor gerade dorthin, Cursor to Selected. Und nachher fügen wir ein Empty ein, mit Shift-A vielleicht ja, ein Cube das mal. Gehen schnell in die Frontansicht und machen den einfach viel, viel dünner. Ja, das reicht. Und nachher können wir hier Y auch noch skalieren. Und den nennen wir jetzt Hi Home. Und dann kommen wir wieder zurück ins Skript. Beim Highlight müssen wir auch noch schnell alle Logic Bricks löschen. Sobald am Knopf sein Mouse Over triggert, soll er gleich in eine neue Funktion wechseln. Und die nennen wir einfach Highlight Visible. Das können wir so kopieren.
Schreiben wir die Funktion hier gleich. Und dann brauchen wir gleich wieder alles da oben, das da. Und nachher brauchen wir auch noch die Szene, das mal, weil wir holen das Highlight und das High Home über die Szene. Das Highlight. Jetzt habe ich Highlight geschrieben. Ich soll die Gartenhandschuhe abziehen. Dafür habe ich den H vergessen. Highlight gleich Scene.objects. Eckige Klammer, Anführungszeichen. Hier geht den Namen kopieren, Ctrl V. Wieder Anführungszeichen, eckige Klammer zu. Und nachher eben auch noch Hi Home. Hi Home. Gleich können wir noch das kopieren da. Wir können das sogar noch für eine spätere Ziele sparen. Schreiben wir hier noch World Position. Dann ist das hier schlussendlich eine Vektorvariable und nicht mehr ein Objekt. Und jetzt müssen wir da nochmal ein einfaches Sätzchen schreiben, das heisst Highlight. Ja, bei dem verschreibe ich mir zu viel. Highlight.World Position. Gleich own.worldPosition, also welchem Knopf auch immer. Schnell schauen, ob das tut. Ah, wir haben natürlich keine Mauszeiger mehr, weil der wird vom Startscreen-Skript aufgerufen, wo jetzt zurzeit nie angehängt ist. Dann gehen wir auf Kamera, geben einen Always-Sensor und einen Mouse-Actuator. Und der ist gerade schon auf Visible, das ist gerade gut. Dann können wir das einfach zusammen. Und jetzt tut es. Ja, aber der geht nicht. Da habe ich mich auch irgendwo verschrieben. Sensors. Okay. So. Ah, wo das kopiert ist, ist das sicher hier unten auch noch gut. Genau. Ja, jetzt schauen wir noch schnell. World Position, das ist nämlich auch noch falsch hier. Hey. So, jetzt tut's. Aber jetzt geht er einfach nicht mehr weg. Aber das haben wir auch noch nicht befohlen. Nämlich ihre Bedingung. Wenn er am Mouse over sein Hit-Object nicht der gegenwärtige Knopf ist, Doppelpunkt, dann können wir das kopieren bis und mit dem gleich. Und dann hier Ctrl V und müssen nochmal schreiben gleich Hi Home. So, jetzt hat das tun. Aha, er flackert, wenn er drüber ist. Hä? Ist das wegen? Der Knopf, also der Highlight hat sicher noch Collision. Und der blockiert natürlich nicht den Knopf und der ist immer True False. Genau, das können wir in den Physik-Einstellungen ändern. Stellt einfach auf No Collision. Ja, genau, so ist besser. Natürlich ist es eine gefährliche Sache, weil es ist auch schon ein bisschen 50-50, welcher Knopf das ob drüber liegt. Aber solange es tut es. Und sonst muss man es halt komplizierter machen. Und jetzt wollen wir da eine zweite Bedingung. Die ist eigentlich fast gleich wie die erste. Da müssen wir einfach das Not wegnehmen. Da einfach noch weiterfahren. Und Maus klick dort positiv. Genau, und den Mausklick müssen wir natürlich auch noch verfügbar machen. Dann speichern wir hier eine Variable ab, die heisst Mausklick.
Da schreiben wir auch um auf Klick. So. Schnell ausprobieren. Ja, genau. Bis hier ist gut. Aber genau, das Highlight soll hey. Und der Knopf geht in eine weitere Funktion. Und zwar aber im Start-Screen-Skript. Und die Funktion wird heißen Handle Button. Jeder Knopf liefert von hier aus den Namen mit in die nächste Funktion. Dann speichern wir ihre Variable ab, wo wir einfach Button Name nennen. Ja, und das ist einfach own.name. Und jetzt können wir das doppelklicken da. Und hier einfügen. Also ja, kopieren, doppelklicken, kopieren und einfügen. Und das kopieren wir. Dass wir überhaupt in die Funktion kann wechseln, müssen wir das Start-Screen-Skript noch importieren. Und da können wir jetzt Start-Screen-Skript. Da können wir das löschen hier. Controller Owner auch. Ja, die braucht es auch nicht. Das schon. Dann noch das Doppelpunkt. Jetzt sind sie unter F Button. Button Name. Gleich. Button. Hey, das darf natürlich nicht. Oh, das geht nicht. Vielleicht so. Ich bin mir sicher. Ja, das soll eine besser proben. Also, dann können wir das mal ausprobieren. Ja, jetzt schauen wir mal, ob unser Knopf-Setup für hat. Selektieren den Text und den Startknopf Shift D und Y. Aha, Snapping Tool noch anlassen. GY. So, Snapping Tool wieder abstellen. So, und jetzt Text anwählen und mit Tab in Editiermodus. Und schreiben wir jetzt hier verlassen. Passt gerade. Ja, wunderbar. Jetzt können wir nach daher alles kopieren da. Ah, den haben wir jetzt noch gar nicht angeschrieben. Hey, da ist jetzt einfach Startbutton No No Ways. Da ist jetzt, wenn das der Startbutton ist, dran, dann ist das der Endbutton. Upsala. Und der wird dann noch ein paar Mal vorkommen. Dann können wir den immer gleich brauchen. Genau, jetzt müssen wir das da natürlich anpassen. Und ja, da wären wir wieder sehr auf einem Ego-Trip, wenn jetzt die Funktion noch wieder ins Level ging. Darum sagen wir hier bg.logic.endgame. Und noch Klammerli. So, das geht so testen, ja. Genau. Gut, dann können wir ins Game.
Genau. Und wir können. Das geht alles schnell.